Hallo zusammen, hier ist wieder Chillantisch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so ein kleines Video aus der Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu wollen wir wieder ein bisschen Gold ausgeben. Diesmal geht es gleich mal um ein Manuskript, was wir uns kaufen können. Wir haben, wie ihr gerade seht, Tag der Toten. Und während des Tag des Toten Events können wir uns bei einem Händler ein Manuskript kaufen. Klippenwilddrache, Tag der Totenrüstung. Das ist auch wieder so eine Geschichte, die man ja auf als Sattelanpassung wählen kann, wie es schon bei verschiedenen anderen Events der Fall war. Ach, ich habe es vorhin gerade schon gekauft, okay. Für 50k kann man das sich einmal holen. Genau, und jetzt können wir das Ding einmal lernen. Und dann tragen wir das auch gleich schon mal ein. Beziehungsweise wir können mal gucken, wie das aussieht. Ich bin mir da jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Das ist beim Klippenwilddrachen. Moment, ich muss das nur abspeichern. Das kann man hier einmal in den Chat posten und dann tun wir uns mal rüberporten und schauen uns das gute Stück mal an. Und derweil tragen wir das hier mal ein. Also 50k hat das jetzt gekostet. Muss ich sagen, geht eigentlich, ne? Besser, also ich zahle lieber 50k für so ein Teil, als wie bei anderen Events, wo du dann 5000 Mal den Eventboss umhauen musst. Also das ist immer so eine Sache. Gut, jetzt gucken wir uns das einmal an, wie das Ding aussieht. So, da seht ihr das hübsche Ding. Das ist einmal der Sattel, das Tag der Toten. Ja, sieht ganz nett aus. Genau, nur würde ich sagen, schauen wir weiter. So, als nächstes sind wir jetzt auf einem russischen Server unterwegs. Ich kann euch gar nicht genau sagen, wie der heißt, Arigos oder so. Das war jetzt auch ein bisschen komplizierter, weil man Sprachpaket hier auf Russisch umstellen muss. Hört ihr das? Das ist jetzt alles hier ein bisschen auf Russisch. Und hier wollte ich mir ein Item kaufen. Da haben wir es. Und das kostet hier 3000 Gold. Das habe ich jetzt einmal rausgeholt. Und was das für ein Item genau ist, zeige ich euch gleich, wenn wir es rüber gehandelt haben. Denn, naja, es steht halt alles auf Kyrillisch da, ne? Sehr klar, russischer Server. Da kann man nämlich nur einloggen, wenn man dementsprechend sein Sprachpaket umstellt. Das muss man erst runterladen und dann kann man nicht mehr parallel, also auf meinem anderen Account, kann ich nicht mehr parallel quasi einloggen. Deswegen handle ich das jetzt hier einmal aus dem Stream rüber. Und der wird es mir hoffentlich gleich wieder auf meinem Main geben. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. So, ich habe jetzt einmal umgeloggt auf meinem Main. Ich musste jetzt erst wieder das Sprachpaket ausschalten und so. Das ist immer ein bisschen riesen Hackmeck. Also ich habe gesagt, der kriegt das Doppelte. 3k hat er mir quasi ausgelegt. Kriegt er 6k hier. Und jetzt zeige ich euch mal, was das für ein Item ist. Das ist einmal hier Van Cleefs Stiefel. Und das ist eins der seltensten Items, was du im Spiel kriegen kannst. Das ist eigentlich so gut wie nie in der kompletten EU drin. Das war auch jetzt seit längerem, dass ich es wieder gesehen habe. Und sonst ist das Ding immer für Goldcap drin. Oder halt 5 Millionen aufwärts auf jeden Fall. Ja, und im Stream haben die Leute schon gesagt, nicht, dass das falsche Item gekauft hat. Ja, Galadin, 3k oder ich habe jetzt 6k gezahlt, weil Gerka noch seinen Teil gekriegt hat fürs Doppelte, für Van Cleef Stiefel. Das war jetzt der Schnapper des Jahrtausends. Auch nur deswegen habe ich mir jetzt den ganzen Scheiß angetan mit russischer Server und quasi kyrillischen Sprachpaket runterladen, weil dafür hat es sich definitiv gelohnt. Nice. Also das ist wirklich eins der seltensten Items, die du im Spiel kriegen kannst. Also die BOE sind zumindest. Hauen wir natürlich weg. Und das kommt jetzt auch in meine Liste rein. So, hier 3k. Und ja, dann gucken wir mal weiter, was wir noch so finden. Als nächstes bin ich auf Valeria unterwegs und da habe ich nochmal eins von den Cutter-Craft-Items gefunden. Hier Schneiderei und zwar Feuerglut-Armschienen und die sind hier für 50k drin. Ich würde sagen, die kaufen wir uns einmal raus, stellen einen Postkorb auf und dann muss ich die auf Main rüber handeln. Da müssen wir die dann einmal noch weiter schicken, denn das sind Stoffteile und die kann ich mit dem leider nicht lernen. Das machen wir gleich mal. Und zwar, also vorher speichere ich es mir nur einmal ab, dass wir es aus der Liste aus- bzw. eintragen können. Und das schicken wir dann einmal auf meinen Magier. Und dann packen wir das noch in die Liste mit rein. Und zwar, beziehungsweise hier können wir es erstmal rausschmeißen. Also die Stiefel haben wir schon rausgekickt. Dann haben wir hier einmal Feuerglut-Armschienen. Da können wir schon mal die entfernen. Oder Handgelenke, so rum. Und hier tragen wir es ein für 50k.
Gut, und dann gucken wir weiter. Als nächstes sind wir auf Twisting Nether. Und da habe ich noch einen Stab gefunden. Runenverzierter Stock heißt der. Und den können wir uns hier für 100.000 kaufen. Das ist jetzt wieder eins der Items, die mit Patch 10.1.7 zurück ins Spiel gekommen sind. Und ja, den haben wir uns jetzt einmal eingetütet. Traden den hier mal auf Main rüber. Und dann... Halt, was habe ich denn jetzt hin? Okay, irgendwas hat da jetzt nicht gerade funktioniert mit den anderen Accounts. Irgendwie hat sich das jetzt gerade dezent aufgehangen. Super, beim Traden. Ja gut, da müssen wir gleich nochmal gucken. So, dala. Jetzt hat es aber funktioniert. Wunderbar. Dann können wir den einmal lernen. Und dann haben wir den einmal noch in der Liste irgendwo. Beziehungsweise, ja, tragen wir ihn erstmal ein. 100k. Und dann schauen wir mal. Halt, stopp. Kommt raus und dann suchen wir mal. Ah, da oben ist er. Also, auch der kommt einmal raus. Und dann seht ihr, wird es langsam weniger mit den 10.1.7 Items. Jetzt ist es relativ übersichtlich. Jetzt können wir auch mal gucken. Hier ist jetzt aber der Dolch noch drin, ne? Östliche Königreiche ist quasi jetzt der Dolch, den ich nicht lernen kann, drin. Jetzt einmal der Stab hier noch und Kalendor sind's. Achso, das ist jetzt weg, ne? Nördliches Bratland, das kann ich jetzt schon mal entfernen. Dann ist jetzt eigentlich nur noch hier das Kleid quasi einmal drin, was man beim Händler kaufen kann. Aus der Mondlichtung und diese Sachen aus dem Brachland. Irgendwie, diese drei Items sind nirgends im Auktionshaus. Aber die sind auch alle... Ah, wird beim Aufheben gebunden. Okay. Das habe ich jetzt nicht ganz gecheckt. Die muss ich selber farmen. Deswegen finde ich die nirgends. Ja gut. Das, ich habe mich schon gewundert. Okay, dann muss ich mir die wohl demnächst mal selber farmen. Gut, da gucken wir dann mal. Als nächstes sind wir auf dem Server Dark Moon Fair unterwegs. Und hier habe ich halbwegs günstig den knorrigen Einsiedlerstab, dass ich es noch rausbringen, gefunden. Für 50k, den kaufen wir uns einmal. Und dann hätte ich gesagt, traden wir den gleich mal dem Main rüber. Halt, ich muss noch den Postkasten zumachen, sonst will es immer nicht mit dem Traden. So, also den Stab. Und dann lernen wir den gleich mal. So, da la. Das ist jetzt einer der letzten Items, die ich jetzt noch brauche. Jetzt zeige ich es euch auch kurz in der Liste. Also, dann machen wir hier einen knorrigen Stab, 50k. Und schmeißen das auch hier einmal raus. Und wie ihr hier seht, ist das jetzt das vorletzte Item im Kalendor. Ich brauche jetzt quasi noch den Stab des Kanalisierers. Und dann dieser Formeller Dagui, oder wie das Ding heißt. Aber das gibt es von dem Händler. Also eigentlich von den 10.1.7 Items ist es jetzt tatsächlich nur noch eins. Und ja, ich kann es euch mal kurz zeigen. Ich habe auch, im All the Things ist das vielleicht ein bisschen besser sehbar, ich habe auch quasi jetzt in Kalendor im südlichen Brachland waren da noch ein paar graue Sachen, die ich gebraucht habe. Die konnte man alle einfach bei so Stachelebern farmen. Und ja, das ist jetzt eigentlich kein Guide-Gedings, aber falls ihr das auch farmen wollt, hier unten sind die Stacheleber. Weiß ich, ich habe da vielleicht 20, 30 Minuten gefarmt, dann hatte ich alles, ne? Gut, zwar mit mehreren Accounts parallel, aber trotzdem ging es relativ zügig. Ich hatte gar nicht gecheckt, dass das quasi seengebundene Sachen sind. Gut, jetzt gucken wir mal weiter. Vielleicht kriege ich den Stab des Kanalisierers in der Folge quasi auch noch zusammen. Gut, als nächstes bin ich jetzt auf meinem Hortenschar auf Erida unterwegs. Und zwar hat der Galadin mir hier einen Umhang besorgt. Sehr leichter Kettenumhang heißt der. Und Galadin ist heute... hat die Spondierhosen an, denn er hat ihn anscheinend für 400k gekauft, überlässt ihn mir aber für 200k, also nimmt da ein bisschen Verlust in Kauf, aber bringt mir die Collection weiter. So, jetzt muss ich mal gucken, haben wir genug Nullen? Ja, sieht gut aus. Weil das ist einer von den wenigen Umhängen, die mir noch fehlen. Es ist ein removeder Umhang und der ist eigentlich so gut wie nie im Auktionshaus, ne? Oder wenn, dann halt für sehr, sehr hohe Beträge. Dann hat der Galadin extra rausgekauft für mich. Und ja, jetzt lernen wir uns den einmal. Dann vielen Dank an den Galadin, an den edlen Spender hier, dass ich den wesentlich günstiger hier kriege. Und dann tragen wir den noch einmal
ein in die Liste. Und zwar, ich habe auch noch 12k für Bonus-Rolls ausgegeben für die letzten Legion-Items. Also 200k. Und dann schmeißen wir das auch hier einmal raus. Ihr seht, da haben wir den Umhang drin. Das ist einer von diesen Classic World Drops, die quasi nicht mehr im Spiel sind. So, schmeißen wir den raus und dann werden es auch wieder ein paar weniger. Jetzt 119 Items sind es jetzt nur noch insgesamt. Ja, wird langsam. Als nächstes bin ich auf Draenor und dort habe ich den Stab des Kanalisierers gefunden. Und den kaufen wir jetzt hier für 100k. Und ich müsste dann auch das letzte von diesen Items aus Patch 10.1.7 sein. Jetzt schauen wir gleich mal, dass wir das rüber traden. Das kann ich nämlich mit Main dann auch gleich lernen. Ah, halt, stopp. Ich muss es natürlich vorhin aus dem Postkasten nehmen, sonst wird das natürlich nix. Und ja, das war jetzt eine lange Reise mit diesen Items. Ich muss sagen, mit dem WoW Thing ist das echt eine schöne Geschichte, dass ich dann nicht mehr alle Server durchloggen muss, sondern quasi einfach nur immer, ja, alle halbe, dreiviertel Stunde mal reset, wenn ich zumindest dran denke. Also da haben wir's. Und dann die günstigen Sachen quasi rauskaufen. Oh, ich habe den Sound gar nicht an. Naja gut, gar nicht so schlimm. Haben wir diesmal halt keinen Older Things Sound gehabt. Aber gelernt ist er jetzt. Und dann tragen wir den auch einmal in die Liste ein, beziehungsweise aus. So, also hier haben wir den Stab, 100k hat es gekostet und dann suchen wir hier danach, ah, da oben haben wir ihn, also den schmeißen wir auch raus. Und jetzt seht ihr, brauche ich quasi hier nur noch den Formuella Dagui und ja, das ist das letzte Item, was es in Kalendor gibt. Das ist aber einfach ein Händler-Item und hat nichts mit den 10.1.7 Sachen zu tun. Komm, ich mache da mal die Lehrding raus. Dann sieht das vielleicht ein bisschen nach mehr aus. Da können wir es eigentlich auch rausschmeißen. Dann wird die Liste ein bisschen kürzer. Und ja, jetzt sind quasi keine Open-World-Geschichten mehr dabei. Hier die Dungeon- und Raid-Sachen und dann halt die kompletten Removed. Aber so langsam wird es tatsächlich weniger. Gut, dann gucken wir weiter, was wir als nächstes finden. Als nächstes bin ich auf Lothar unterwegs und da habe ich noch einen Kettenkopf gewonnen. Hier haben wir einmal das Rogue... Kettenkopf ist es nicht. Rogue ist es, Lederkopf. Und zwar für insgesamt 63.000. Und, oh, ich hatte hier den Sound gar nicht an, aber das haben wir jetzt einmal gelernt. Ja, wunderbar. Und da haben wir jetzt dann 5 von 8 Teilen. So, jetzt trage ich das auch noch in meine Liste mit ein. Also hier. 60k. Und dann kann ich den Char auch schon mal rausschmeißen. Bei den anderen wurde ich leider überboten. Ne, da hat dann einer auf 400k hochgeboten auf Pozzo der Liternen hinter und das habe ich leider nicht bekommen. So, als nächstes bin ich auf einem russischen Server unterwegs, da will ich mir hier einen Dolch kaufen und ihr seht, ich muss alles auf Kyrillisch umschalten, denn sonst kannst du auf dem russischen Server nicht einloggen, das ist immer ein bisschen blöd, da kaufst du ein bisschen die Katze im Sack, aber mit dem Add-on sehe ich zumindest, dass ich es noch brauche, ne? Ich habe das vorher einmal nachgeguckt. Ich habe hier jemanden netten aus dem Stream. Der hat mir schnell das Gold rüber gehandelt. Warte mal, das müsste handeln sein. Weil ich kann dann nicht mehr auf meinen anderen Accounts quasi auf deutschen, englischen, französischen Server einloggen mit einem kyrillischen Sprachpaket. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Genau, also das werde ich euch nachher dann gleich zeigen, wenn ich wieder richtig eingeloggt bin, sagen wir es mal so, mit einem deutschen Sprachpaket. So, auf dem nächsten russischen Server. Ich glaube, das ist jetzt Vortragon auf Deutsch, ne? Habe ich noch ein Item gefunden. Das ist jetzt ein mythisches aus quasi Aberus müsste das sein. Das kostet 100k. Das ist ja meine Grenze. Und auch das kaufen wir hier uns einmal. Ich sag's euch, es war eine ganz schöne Aktion, das Auktionshaus mounten zu finden, weil ich kann es in der Liste suchen, ne? Sondern muss es halt quasi, muss es quasi nach dem Symbol suchen. So, ich trade es ihm jetzt hier rüber. Und dann gehe ich jetzt einmal wieder auf meinen deutschen, auf meinen deutschen Sprachpaket und dann müsste ich es lernen können. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich die beiden Items mir wieder rüberhandeln lassen. Also, jetzt haben wir einmal den Dolch, den können wir anlegen. Und das Stoffteil, das kann ich jetzt meinem Priester oder so noch schicken oder irgendeinem, mit dem ich das quasi einmal anlegen kann. Dann können wir, glaube ich, sogar noch zwei Teile draus machen, denn wir haben ja dann noch zusätzlich die Möglichkeit, das in den Katalysator zu packen. Wisst ihr, was ich meine? Also, jetzt tragen wir das einmal ein. Das hat mich 100k gekostet. Dann schauen wir mal. Das haben wir bestimmt hier irgendwo. Jawohl, da haben wir es. Also, das fliegt jetzt schon mal raus.
haben wir nur noch 4 Items in Arboros. Okay. Und das andere Teil hat mich jetzt 29. Ich habe ihm jetzt noch kurz 10-11k gegeben fürs Traden, ne? Für den Aufentschädigung, das tragen wir jetzt hier mit ein. Also sind es 40, ne? Also jetzt aufgerundet mit dem Traden. Ob wir das jetzt aufs eine oder andere draufschlagen, bleibt sich egal. Gut, okay. So viel dazu. Dann logge ich jetzt mal noch um und lerne das einmal, hätte ich gesagt. So, Dollar. Jetzt habe ich einmal umgeloggt. Jetzt holen wir einmal den Postkasten raus. Und dann schauen wir mal. Also, jetzt mit dem Priester kann ich das Ding einmal anlegen. Und dann können wir es auch gleich in den Katalysator reinpacken und noch ein zweites T-Mog mitnehmen. Ah, so habe ich mir das vorgestellt. Wunderbar. Gut, dann gucken wir mal weiter. So, als nächstes sind wir auf Auchendun. Und dort habe ich einen Umhang gefunden. Und zwar aus Arboros im Mythic-Mode. Den kaufen wir uns für 50k. Echt ein Schnapper. Jetzt ist ja seit gestern der neue Patch schon draußen und dementsprechend versuchen wahrscheinlich die Leute das jetzt noch abzuverkaufen. Und da schlage ich natürlich sehr gerne zu. Ein Kopf ist es, kein Umhang. Gut, das können wir dann einmal rüber traden. Warte mal, das schieben wir jetzt gleich schon mal weg. Also der Druid kriegt jetzt den Kopf. Und das ist einmal Platte. Den kann ich dann auch noch in den Katalysator packen. Und dann kriegen wir, denke ich mal, 2 T-Mox. Dann schicken wir den mal auf meinen Worry. Jetzt schauen wir mal. Also, den Krieger hier. Und da schauen wir mal, ob der Katalysator jetzt überhaupt noch funktioniert. So, Dollar, jetzt gucken wir mal, wie es mit dem Katalysator ausguckt. Als allererstes legen wir natürlich den Kopf hier einmal an, um das T-Mog zu kriegen. Und dann gucken wir mal. Ja, ich kann den hier reinpacken und auch einmal noch umwandeln. Ich war mir jetzt nicht sicher, ne? Neue Season, eventuell buggt es wieder ein bisschen rum. Aber nein, das funktioniert auf jeden Fall schon. Jetzt können wir das hier noch eintragen. Also hier haben wir den Kopf einmal für 50k gekauft. Und hier suchen wir natürlich auch. Also da haben wir ihn. Da fehlt ja nur noch Mythic und den schmeißen wir auch raus. Juti, dann würde ich sagen, schauen wir weiter. So, ich kaufe mir jetzt noch so ein paar grüne Sachen jetzt aus 10.2 hier raus. Ein bisschen was habe ich da schon gekauft über die letzten 1-2 Tage. Ich kaufe mir jetzt aktuell bis 1000 Gold die Sachen. Komischerweise kann ich es jetzt hier mit dem Addon nicht direkt machen. Also jetzt haben wir hier eins für 500. Dann kaufen wir das für knappe 1000. Einmal raus und das hier auch nochmal für 1000. So, okay. Wenn ihr etwas Exotisches findet, jetzt nehmen wir nur die gekauften raus. Also es waren jetzt 2,5, ne? Also den Dolch können wir direkt lernen. Den Streitkolben können wir direkt lernen. Und das Plattenteil, das müsste ich wieder auf meinem Worry schicken. Da müssen wir dann gleich mal gucken. Oder ich trade es dem anderen rüber auf den zweiten Account. Das wird wahrscheinlich einfacher sein. Also die Sachen habe ich jetzt auch nicht in meine Liste eingetragen, weil die eh nur temporär drin sein werden. Und vielleicht habt ihr das vorhin schon gesehen, das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Ich habe quasi hier schon 10-2 Zonenloot, ne? Da machen wir jetzt dann 13 draus. Schon ein bisschen was gekauft. Aber das meiste habe ich schon. Vieles ist mir selber gedroppt und ein paar Sachen habe ich jetzt aus Mahar rausgekauft. Mal gucken, wie viel das jetzt noch wird. So, Dollar, ich habe noch was auf Lothar im Black Market ersteigert. Und zwar. Warte mal, das Gold können wir noch rausnehmen. Wir haben hier einmal für 102 bzw. 103.000 ein Pala T3-Teil. Das ist jetzt das dritte Set-Teil vom Paladin. Okay, da habe ich jetzt noch gar nicht so viel. Und das können wir dann auch noch einmal in die Liste eintragen. Wo haben wir es hier? Ups, einmal weggeklickt. Das wollte ich nicht. Also, 103. Und dann habe ich noch auf ein Item geboten und da muss ich mal gucken, ob ich das eventuell auch noch kriege. So, jetzt bin ich noch hier auf Garrosh unterwegs und da habe ich 2 Sachen gefunden, die ich mir kaufen will. Das hier eher durch Zufall, da ist so ein Stoffteil für 100 Gold drin. Ich würde sagen, das kaufen wir uns mal raus. Wofür ich aber eigentlich hier bin,
ist dieses Item hier. Und zwar ist das aus dem Gewölbe der Inkarnation für 75k. Und ich würde sagen, das kaufen wir uns einmal. Das werde ich jetzt auf dem Druiden drüber handeln, aber nicht mit dem Lernen, weil mit denen habe ich schon die ganzen Sets aus der Inni. Ich meine, oder was ist das? Das ist Normal. Obwohl, ist eigentlich wurscht, weil ich glaube, im Rogue habe ich das Normal-Set auch, ne? Monk, weil man das, glaube ich, von der Insel mal farmen konnte. Dann kann ich es vielleicht doch gleich mit dem lernen. Ich dachte es gerade wegen dem Katalysator, dass es vielleicht cleverer ist, wisst ihr, da noch zu warten, aber ich glaube, das ist relativ egal. Ja, ich glaube, ich habe alle Sets auf Normal. Gut, dann lernen wir das jetzt gleich. Und dann tragen wir das auch noch mit in die Liste ein. Jetzt gucken wir bloß, wo haben wir es denn hier? Also, das hat mich jetzt 75k gekostet. Halt, stopp. 75. Und dann schauen wir hier nach dem Item. Also, das war jetzt Normal, ne? Schauen wir lieber nochmal, dass wir nichts Falsches eintragen. Genau, Normal war das. Also, das kann schon mal raus. Sind's noch drei. Und ja, dann sind wir tatsächlich auch hier bei über 1 Million angekommen. Und ja, da würde ich sagen, machen wir einen Sack zu. Warte mal, die ganzen Black Market Geschichten haben wir einmal geholt. Und das eine Stoff-Item, was ich jetzt noch gekauft habe, das trade ich dann nach einem von meinen Stoff-Chars nur rüber. Dann können wir das nämlich auch noch lernen. Gut, das war's mit dem kleinen Waste of Money-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.